geht los. Tja, das sind jetzt die ersten Fahreindrücke mit dem Karthago. Und ich muss sagen, es ist schon so, dass eine sehr hohe Wankneigung da ist. Klar, ist halt ein schwerer Aufbau. Man hört hier und da so ein klein bisschen was klappern, vermutlich bei dem Geschirr. Da muss ich dann nochmal nachher nachgucken, dass man dann möglicherweise da nochmal ein bisschen das besser legt, damit das nicht so rumklappert. Ansonsten fährt er sich sehr gut. Das ist schön mit der Automatik, also geradezu wertvoll. We are on the way. Auf wie geht's? Ab in den Urlaub. Jetzt bei Lübeck-Genin ungefähr. Fahren wir jetzt nach Schwarzenbeck. Nevenka steigt zu. Ein Großteil ihrer Sachen befindet sich schon an Bord. Jem sitzt neben mir. Ich versuche ihn mal ins Bild zu kriegen. Ja, da ist er. Jo, jo, jo. Und wir haben ein klein bisschen länger gebraucht, die Wagen auszurüsten als geplant. Ja, das ist nicht immer ganz so einfach. Aber was will man dazu sagen? Nun geht es jedoch in den Urlaub und die Entspannung beginnt irgendwann, zumindest jetzt nicht beim Fahren. Viel Spaß an diesem Film und ja, happy wife, happy life. Der erste Stau der Reise, noch vor Schwarzenbeck. Tja. Corona-Zeit scheint fast vorbei zu sein, zumindest wird so empfunden. Und dann sind natürlich auch alle auf der Straße, wir einschließlich. Und schon gibt es den ersten Stau. Es ist 5.30 Uhr. Wir befinden uns in Potsdam auf dem königlichen Campingplatz Sanssouci. Es ist unser Lieblingscampingplatz hier in Potsdam, ganz nah bei Sanssouci gelegen und direkt am See und eine absolute Idylle im Sommer wie jetzt, aber genauso im Winter. Und ich werde euch mal den Platz auch ein klein bisschen vorstellen, denn dieser Platz ist wunderschön im Sommer, wenn man im See hier baden gehen kann. Aber auch im Winter sind wir hier dann schon doch häufiger schon gewesen, auch zum Weihnachtsmarkt. Das ist derart herrlich hier, das kann man nur so sagen. Vor allem gibt es hier ein schönes Bäderhaus, kann man so sagen, wo man sich wunderbar duschen kann mit Fußbodenheizung. Gerade im Winter natürlich ein ganz großer Vorteil. Und ich zeige euch mal so ein paar nette, kleine, verschwiegene Ecken. Jetzt um 5.30 Uhr. Da ist natürlich noch nicht allzu viel los.
unser bei der Firma Reimers gemieteter Karthago steht jetzt hier, schön unter den Bäumen. Kleiner Nachteil, wenn man nicht aufpasst und genügend freie Strecke zu den Bäumen hat, kann man mit seiner Satellitenschüssel keinen TV-Empfang generieren. Nur wenige Meter davon entfernt steht mein Bruder, hat aber zu den Bäumen, wie man hier sehen kann, da im Hintergrund sieht man unseren Wagen, ein klein bisschen mehr Weg zu den Bäumen und aufgrund dessen funktioniert bei ihm die Satellitenschüssel prächtig. So können wenige Meter Entfernung deutliche Unterschiede machen. Ja, und gestern gab es das Fußballspiel Frankreich-Deutschland. Das musste ja gesehen werden. Wir stehen auf B6 und B8. Das sind durchaus sehr gute Plätze. Im Winter haben wir dann mit dem Caravan häufig hier drüben gestanden. Ebenfalls sehr schöne Plätze. Kurzer Weg zu den Waschräumen, denn gerade im Winter, wenn man dann, wie ich heute hier im Pyjama durch die Gegend tigert und es doch recht kühl ist, dann hilft es doch sehr. Es hilft sehr, kurze Wege halt zu diesem fantastischen Waschhaus zu haben. Das Entree ins königliche Waschhaus ist wirklich fürstlich. Mit hervorragendem Fußboden, wie gesagt, Fußbodenheizung. Wunderschön sauberen, gepflegten Duschen. Föhnplätzen. Einzelnen kleinen Waschplätzen. Der königlichen Feuerstelle. Und den Waschplätzen für den Abwasch, den man nicht unbedingt im Wohnmobil dann halten muss. In diesen kleinen Tonnen kann man, wenn man jetzt weder über Wohnmobil, Wohnwagen oder Ähnliches verfügt, ebenfalls nächtigen. Ganz fantastisch natürlich für Motorradfahrer. Eine kleine Beachbar war gestern Abend für uns dann das Highlight. Da wir ja gegen 21 Uhr hier erst eintrafen und wir haben dann zuallererst hier an der Beachbar auf diesen beiden Bänken dann wunderbar den See betrachten können und das bei einem frischen Aperol Spritz. Sehr nett. Das hat was.
Auch das Restaurant Anna Amalia kann ich außerordentlich empfehlen. Hier kann man sehr gut essen. Hier gibt es zum Beispiel sehr häufig auch Gans, Gans im Ganzen oder wie auch immer. Es ist jedenfalls sehr lecker und eine sehr freundliche Bedienung. Der Empfang ist normalerweise von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr bzw. 19 Uhr geöffnet. Ich muss das hier mal genau verifizieren. Also 18 Uhr, also 15 bis 18 Uhr. Wir hatten aber gestern um 20.30 Uhr angerufen und wurden dann auch noch richtig nett empfangen. Das ist schon klasse, muss ich sagen, wenn man so spät dann für einen Platz sorgt, gerade in den jetzigen Zeiten, wo doch überall Überfüllung herrscht. Und hier natürlich direkt in der Nähe Potsdams ist es ausgeprägt, dass man natürlich dann ganz schwierig einen Platz findet. Und so klappte dann auch diese erste Übernachtung unserer Tour wunderbar. Das Entree des Platzes. Hier kommt man also an und kann sich dann rechts im Empfang melden. Oder wenn man sehr spät kommt, wie wir gestern, dann kann man auch ins Restaurant gehen und es wird einem dann noch ein Platz zugewiesen. Was man aber auch sehen kann, ist, dass es hier dann tagsüber einen Transfer nach Potsdam hinein gibt, weil man hier schon, naja, ich denke mal, 4, 5 Kilometer doch braucht, um dann beim Schloss Sanssouci zu sein, in etwa, das kann ich jetzt nur schätzen. Und so muss man dann also sagen, ist so ein Shuttle-Service fantastisch. Fürs Amüsement ist ebenfalls gesorgt. Fahrradvermietung ebenso wie geführte Fahrradtouren. Natürlich gerade in dieser Umgebung hier, die wirklich herrlich ist. Es ist eine fantastische Natur, gemischt mit dieser ja genialen Stadt, kann man nur so sagen, die unbedingt besuchenswert ist. Hier hat man mal so einen kleinen Hinweis, wie weit es zu den einzelnen Punkten vom Campingplatz aus ist, zum Beispiel zu den Schlössern und den Gärten Sanssoucis, 5 Kilometer, wie ich geschätzt hatte, aber eben auch zur Potsdamer Konferenz, die ja beim Vier-Mächte-Abkommen sehr interessant für uns war. Churchill, Truman und Stalin haben über unser Schicksal entschieden, nachdem wir es heraufbeschworen haben. Oder die Filmstudios in Babelsberg mit 8 Kilometern. Man kann also mit dem Rad hier enorm viel unternehmen. Der Schicklein von Karthago ist eins der meistverkauften Modelle und ist ausgezeichnet durch einen hervorragenden Möbelbau, sehr gemütlich, wunderbares Lichtambiente, ein vorzügliches, gemütliches Fahrzeug. Also ich hoffe, der morgendliche Rundgang, jetzt mittlerweile 5.40 Uhr über den Platz in Potsdam, den königlichen Campingplatz Sanssouci, hat euch jetzt nicht zu sehr erschreckt, zumal ich ihn im Pyjama absolviert habe. Das ist nicht unbedingt meine Art und Weise, aber man vergisst ja schon mal die Kleidung. Um Gottes Willen. Aber habt viel Spaß heute an unserem zweiten Tag unserer Tour jetzt Richtung Süden von letztendlich Alsdorf und Schwarzenbeck aus. Tschüssi.
schaut euch diese Idylle an und hört sie auch. Das Vögelgezwitscher im Hintergrund. Es ist einfach ein genialer Campingplatz. Der Campingplatz Sanssouci in Potsdam. Königlicher Campingplatz, kann man es wirklich nennen. Und vor allem, wie ich ja auch schon sagte, ein ganz, ganz nettes Personal, ein ganz netter Inhaber, der ja auch auf den Messen durchaus bekannt ist, wenn er dann in seinem Livret durch die Gegend geht. Hier geht es leider dann schon wieder zur Ausfahrt, denn wir wollen heute noch mal zum Schloss Sanssouci, vielleicht mal in die Innenstadt von Potsdam und dann ja weiter nach Dresden bzw. in die Sächsische Schweiz. Ja. Wenn man zu viel fragt, Yvonne, kriegt man viel zu viel Antworten. Machen, tun, misshandeln. Erstes Frühstück. Das Wunder, wie hast du ausgemacht? Ja oder nein? Mein Schatzi ist da. Das ja Wohnmobil ist ausgemacht. Oh ja, mein Schatzi. Hast du deine Sonnenbrille mit? Ich hab so viel Sonnenbrille zu Hause. Oh, hast du vergessen? Hast du auch vergessen? Also alles eine Schlossanlage, wo man das ist alles miteinander mit Wegen verbunden. Nach dem Vorbild von der Seite. Genau, und der König selber. So als kleiner Hinweis, hinten, ne? Sein Name ist Münchhausen. Nein, der war alles, das war alles, so wie ich sagte. Und da vorne ist dann der Sonnenkönig auch beerdigt mit seinen Hunden. Nee. Dort hinten, da oben. Oder da oben. Nee, wir haben uns gerade da die Anlage angeguckt, ja, auf dem Bild. Ach so, daher. Daher war es gut. Ja. Na gut, also nicht ganz Münchhausen. Nein. Nur im Ansatz. Was du noch gesagt, du Venedig ganz im Wald mit dem Schirm voraus und an unserem Führer. Ja. Wobei das hier, das war damals nicht mit Wasser, das war damals mit Milch und Öl. Genau, damit er sich da gleich einsehen konnte. Und auf den Freitreppen, dort haben sie dann ihr Geschäft im Stehen erledigt. Mit Aufsicht. Und wahrscheinlich haben und die über, Schuber hinterher. Die haben wir wahrscheinlich genau überall einfach was vorgehalten. Genau. Und dann hat er dann ihre Notdurft gemacht. Hier links kommt jetzt unser Nasenbärchen ins Bild. Und gut riecht vor allem. Da kommt man nicht mal einmal sein, wenn die Welt das hat, wenn man das auch mehr. Also auch das Schloss Sanssouci in Potsdam wurde von Friedrich bewohnt, dem König damals, der hier mit seinen Hunden, seinen Windhunden insbesondere lebte und vielen internationalen Künstlern, Schriftstellern, Wissenschaftlern. Und es war ein reines Lustschloss,
wo er sich insbesondere im Sommer aufhielt. Wenn das keine Prollerei ist. Schön schattig hier. Was machen deine Füße? No Foto. No Foto. No Foto. Senor, no Foto. Nichts verstehen. Nichts. Nichts verstehen. Denkmal irgendwie ein Reiter. Ja. Ein schwarzer Reiter. Dem haben sie dann noch einen Stock in die Hand gedrückt. Demnächst links abbiegen. Ja. Nachdem wir einen wirklich wunderschönen Aufenthalt in Potsdam-Sanssouci hatten und uns auch nochmal das Schloss angeguckt haben, sind wir jetzt in Dresden, stehen hier auf einem Stellplatz, relativ altstadtnah, und werden jetzt mal Dresden am Abend erkunden. Da gibt es natürlich insbesondere zum Elbufer hin die kulinarische Meile, die wir uns dann, naja, zu Gemüte ziehen werden. Geradeaus durch diese Tür ist das grüne Gewölbe, in dem sich diese fantastischen Juwelen befanden, bevor sie dann entäußert wurden. Die Semperoper. Nee, der ist nicht dabei. Das sind alles ältere Typen. Doch, Bismarck muss ja da sein. Nee. Ja, ich weiß. Und dann haben wir uns halt nebengestellt und dann meinte sie, ja. Und da ist dann, wie hieß das, die Elbterrassen, leider jetzt in der Bauphase, Renovierungsphase, etwas verhüllt. Die Elbe, Ballonstart. Dresdner Elbbrücken und die Dampfschiffe, die auf der Elbe verkehren. Dramaturgisch ist das schon. Willst du mal was bezahlen, oder? Ja. Ja. Ihr seid alle bezahlt. Okay. Ihr seid bezahlt. Ja.
Sag mal einmal. Nix. Was kosten die Tickets? Das hat eingeladen. Oh. Ja? Ist hier alles gut? 32 Grad. Ja. Herrlich, ne? Wunderbares Wetter. Ja. Nein. Öffentlicher Nahverkehr. Ist der Shuttle jetzt nur eine Tour, was wir bezahlen? Das ist der normale Schneiden. Guillotine. So, heute haben wir unseren dritten Tag auf der Tour nach Norwegen, die letztlich eine Tour nach Italien ist. Und wir sind jetzt in Sachsen, Dresden, wie gestern letztendlich auch. Und nun auf dem Weg zur Bastei in der Sächsischen Schweiz. Wunderschöne Wälder, Buchen und wahrscheinlich ein sehr guter Ausblick. Das werden wir gleich sehen. Thank you.
Moin. Tja, meine Lieben, es ist etwa 6.30 Uhr. Um 5.30 Uhr habe ich schon alle möglichen Sachen erledigt. Man kommt nicht raus aus seinem Trott. Die innere Uhr ist eingestellt. 5.30 Uhr und ich bin raus. Das ist immer wieder dasselbe. Aber heute möchte ich euch mal einen wunderschönen Stellplatz vorstellen. Und zwar ist es der Reisemobilpark Bastei. In der Nähe von Dresden, an der Sächsischen Schweiz, in der Nähe der Bastei, wie es der Name schon sagt. Beim Kurort Rathen, nicht weit weg von der Bastei, kann man an diesem Stellplatz hervorragend stehen, um dann von dort mit einem Shuttlebus, der aller halbe Stunde fährt und pro Person 1,50 Euro einmalig kostet für Hin- und Rückfahrt, hoch zum Berghotel Bastei fahren. Und von dort sind es dann nur wenige Schritte, Trepp auf, Trepp ab ein bisschen, bis zur Bastei, bis zum Ausblick der Bastei. Von dort kann man auch hervorragend die Festung Königstein dann sehen. Und es ist wirklich ganz fantastisch organisiert, weil man einfach dorthin kommt, sich mit dem Wohnmobil dann nicht dort irgendwo abstellen muss, was kaum möglich ist. Also ich kann sagen, perfekt. Und dann haben sie hier eine Rezeption und daneben sind dann die WCs. Es sind immer kleine Badezimmer. Also Dusche, WC, Waschbecken und alles zusammen. Man kann über einen Code hier dann jeweils diese Kabinen betreten. Und alles tipptopp sauber. Wunderbar. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal hierher kommt nach Dresden und die Bastei sehen wollt, dann schaut euch das mal an. Hier kann man den Müll trennen, auch das entsorgen und an der gleichen Stelle ist auch die Entsorgung für die chemischen WCs. Bei der Einfahrt ist es so, dass man nach Passieren der Schranke nur wenig Platz hat. Man muss also eine enge 90-Grad-Kurve nach rechts vollziehen. Und gerade mit einem längeren Wohnmobil ist das anspruchsvoll. Und dort befindet sich dann auch die Versorge- und Entsorgestation für Frischwasser und Grauwasser. Die einzelnen Plätze sind alle auf Gras und bieten wirklich ein gemütliches Stehen, sind meistens recht gerade und man kann also hier sehen, dass es durchaus eine außerordentlich gute Situation darstellt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Plätze das sind, aber ich denke mal, 20, 30 locker, wenn nicht gar mehr. Interessant sind natürlich auch immer die Preise, nicht? Also die Stellplatzgebühr beträgt 14 Euro, Sanitärnutzung 2 Euro, Duschmarke 1 Euro, Abwaschraum pro Tag 2 Euro, Strompauschal 3 Euro, Wassermarke beinhaltet 50 Liter, also 3 Minuten etwa Frischwasser tanken für 50 Cent. Der Hund kostet 50 Cent. Die Abgabe des Grauwassers ist von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr bedingt
Und das sind auch die Öffnungszeiten letztendlich. Schaut euch mal an, wie gut das mit der Dusche gelöst ist, wie sauber. Hier dann ein kleiner Waschtisch. Heizung im Winter. Und das WC. Kleiner Raum, kleines Bad, alles beieinander. Klasse gemacht. Und hier dann der Ausgang. Es ist eine absolute Idylle hier. Herrlich ruhig. Und ideal gelegen, um sich die Bastei anzuschauen. Wir sind jetzt schon wieder ein paar Stunden seit Dresden unterwegs. Wir befinden uns bei Plauen, genau, und zum Gardasee wären es jetzt noch 775 Kilometer. Ankunftszeit 20 Uhr, realistisch dann eher 21 oder 22 Uhr. Aber ich denke mal, dass wir heute in dieser Rutsche dann das nicht ganz schaffen werden. Es sind etwa 34 Grad Temperatur und die Klimaanlage arbeitet tatsächlich auf Volltouren. Ist aber hervorragend effizient. Wir sind jetzt in der Höhe von Passau etwa und wollen heute aber, wenn es irgend geht, bis in die Berge hinein und möglicherweise auch weiter bis an den Gardasee. Auf dem Weg nach Italien sind wir jetzt in Weiren und auf einem kleinen Campingplatz, wo wir dann übernachten, um morgen möglicherweise zum Gardasee, zum Lago Maggiore zu fahren. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Der Karthago I4,9C Schicklein ist ein schönes Fahrzeug. Ein hervorragender Möbelbau, ästhetisch sehr gelungen, mit jeweils nach Geschmack natürlich orientierten Farbgebungen. Und in dieser Richtung hier mit dem Einzelbettenbau. Dieses Fahrzeug gibt es auch noch einen ganz kleinen Tick größer, das benutzt gerade mein Bruder. Da sind die Betten hinten etwa so wie auf der rechten Seite hier. Aber man hat auf beiden Seiten noch zwei Zusatzschränke. Nicht schlecht. Ich persönlich würde wahrscheinlich die Queensbett-Version bevorzugen. Man darf auch nicht verkennen, dass man, wenn man hier aussteigt, immer noch diese Treppe hat, die man auch nutzen sollte. Und da könnte man durchaus ins Stolpern kommen. Man wird ja nicht jünger. Das darf man nie verkennen. Und dann haben wir hier noch das Bad. Die Aufteilung auch hier über eine zusätzliche trennbare Tür, die das zusätzlich verschließt und trotzdem das Bad als gesamtes Raumbad auch abschließt, ist ganz fantastisch gemacht. Ich zeige das jetzt mal nicht.
Aber man kann die Tür hier, Haupttür zum Trennung, zum Vorraum nutzen, genauso zum Schließen halt des WC-Bereiches, wobei man diese innere Tür hier ebenfalls zum Schließen des inneren Bereiches nutzen kann. Und auf der linken Seite die Dusche, die ich auch in der Form schon genutzt habe. Da muss ich ganz klar sagen, das ging hervorragend, weil der innere Duschbereich komplett ausgekleidet ist und man dann das danach leicht trocken reiben kann. Das ist wirklich, man kann es nicht anders sagen, fantastisch. Hier im Küchenbereich, muss ich sagen, bin ich natürlich durch meinen sehr großen Karawan verwöhnt, dass ich hier ja in meinem großen Karawan 2,5 Meter etwa an Ablagemöglichkeiten habe. Das ist hier natürlich gegen Null gehend. Wir kommen damit aber gut klar. Also nicht, dass man jetzt denken würde, ha, es geht nicht. Doch, doch, es geht. Und es sind so ein paar kleine Tricks dabei, wie zum Beispiel das Herausnehmen des Schneidebrettes. Von der einen Seite Dekoration, von der anderen Seite Schneidebrett. Und dieses Schneidebrett kann man hier einstecken und gewinnt auf diese Weise nochmal etwas mehr Ablagefläche. Ist natürlich ganz klar Notbehelf, aber pfiffig gemacht. Überhaupt merkt man, dass Karthago viel Knopfhoff verwendet. Das sind alles gut überlegte Strategien. Die Sitzecke gefällt mir sehr gut. Man kann zum Beispiel auf dem Sitz sitzen, dann hier seitlich Fernseh gucken. Man kann hier den Fernseher herausziehen. Das ist fantastisch. Das Beste, was mir an Karthago und aber auch Malibu am besten gefällt, das ist hier diese Lordosenstütze für den Rücken. Das bedingt nämlich ein hervorragendes, sehr komfortables Sitzen. Fahren ist das Fahrzeug sehr gut. Bei einer Breite, ich weiß jetzt nicht ganz genau, von 1,35 oder 1,25, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, hat man eigentlich bei beiden Seiten Platz. Ich bin ja auch 2,50 Meter gewohnt. Insofern ist das nicht so das Problem. Und die Fahrzeuglänge mit 7,55 Meter passt eigentlich fast überall hervorragend um die Ecken und aber auch auf die Campingplätze. Das M-Box-System von Mercedes ist hervorragend. Tolle Navigation. Überhaupt gefällt mir das Fahren mit dem Mercedes ganz fantastisch. Das Fahrwerk ist klasse, es ist eine gute Seitenstabilität. Wenn man an LKWs vorbeifährt, braucht man da sich nicht allzu groß Sorgen machen, dass man zu sehr in Schwingung gerät. Das ist tatsächlich, wenn man mit dem Caravan fährt, deutlich und ausgeprägter zu spüren. Hier mit dem Wohnmobil super. Auch durch München sind wir ja jetzt gefahren, also dichter, sehr dichter Verkehr, ganz fantastisch. Das Fahrzeug hat eine Auto-Hold-Funktion, die natürlich, wie viele Systeme, die bei Mercedes jetzt vorhanden sind, das Fahren sehr komfortabel gestalten. Jetzt kurz vor Kufstein, wollen an den Gardasee und werden jetzt in etwa 8 Kilometern auf eine Raststätte fahren, um dort die Go-Box für das Fahrzeug zu besorgen. Die Go-Go-Box. Ja, Nevenka sagt immer die Go-Go-Box, aber dann denke ich, meine Güte, könnte man natürlich auch hinten die Dusche verwenden als Go-Go-Box. Aber da ist dann auch schon die Inntal-Gaststätte hier angekündigt in 5 Kilometern. Perfekt. In der Inntal-Tankstelle haben wir uns jetzt die Go-Box geholt. Wir zahlen da etwa um die 120 Euro für.
Die Box selber kostet etwa 12 Euro. Die kriegt man zurück, wenn man sie abgibt. Und für die Strecke durch Österreich werden etwas um die ja, knapp über 90 Euro, fast 100 Euro berechnet. Es ist schon ein bisschen böse, muss man sagen, dass man Maut zahlen muss überall und bei uns keinem Auto erhoben werden darf. Für diejenigen, die dann durch unsere Landschaften über unsere geilen Autobahnen fahren. Sollte Dose Erbsensuppe aufmachen oder was? Nein, nein, du kannst mit Käse und mit. Wir wollen Pesto machen. Ja, wunderbar. Das ist doch herrlich. Übrigens Ankunft in Garda, am Gardasee, auf einem sehr schönen Platz, den wir dann auch noch mal vorstellen. Ja, und jetzt gehen wir von unserem VIP-Platz, den wir uns genommen haben, also zwei VIP-Plätze, runter zum Gardasee und schauen uns mal den Strand an. Ich habe jetzt Chips gegessen und das war ja genau, das haben wir mal kurz. Ja. Schöner Abend am Gardasee, unser erster. Darf ich vorstellen? Cem, Mike, Yvonne, Mama Angelika, Nevenka und ich. Hallo. Ich habe nicht gewinkt. Er hat nicht gewinkt. Prosterchen. Zum Wohle, auf einen wunderschönen Urlaub. Prosit. Post.